Pallas. Familie mit Jungtieren. Wir erinnern uns, es reicht immer ein Vater. Viele, viele Mütter. Das Kleinste von denen, der Truppe hier. So, da geht meine Sonne. Ein paar Schritte noch. Ja, sieht doch viel schöner aus. Zwei beim Kämpfen. Hinten im Gebüsch. Jetzt kommt sie wieder vor. Da. Aber kämpfen nicht mehr, ne? Vor, sondern ich mal zu. Und sind sie zusammengekracht. Bemerkenswert bei diesem für beide Teilnehmer sehr wichtigen Kampf, es geht um die ganze Herde, ist doch, dass sie eine gemeinsame Verantwortung haben und auf äußere Feinde achten. Warten das ganz ruhig und gelassen ab, wie dieser Kampf ausgeht. Da ist wieder mal ein bisschen was vom Kampf zu sehen. Hinter den Büschen da. Die Sache voran. Oh, ja. Aber jetzt haben sie sich gedreht. Tja, du weißt ja nicht mehr, welche der erste und welche der zweite war. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt machen sie ernst. Oh wei. Oh wei. Umeinander verhakt. Den Hörnern drehen sich umeinander. Hinten geht eine Staubwolke weg. Keiner scheint aufzugeben. Sind sie wieder getrennt. Eine Finte.
Hause? Wo bleiben die Damen? Nein, die schnuppern hin und wieder. Die Farbe stimmt. Sie sind gerade ein paar Meter weitergefahren. Im Augenblick ist freies Schussfeld. Diese herrlichen Kulisse. Die Bäume im Hintergrund. Diese verdammten Fliegen nicht wehren. Noch weiter weg, aber jetzt habe ich den Verstärker drin. Wir sind noch ein paar Meter gefahren. Na, einer scheint jetzt aufzugeben. Na los, Junge, die Flucht ist die einzige Chance. Der scheint aufzugeben, denke ich mal. Was macht der andere? Der geht weg. Da kommt der Sieger. Der geht zurück zu seiner Herde. Entweder seine alte oder eine neue, das wissen wir leider nicht. Ganz ruhig und gelassen.